Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Gestern Abend fand die Sitzung der Gemeindevertretung statt und eine Woche zuvor standen schon zahlreiche Themen auf der Tagesordnung von den Ausschüssen. Unter anderem wurde gestern das neue Spielplatzkonzept beschlossen. Es legt den Rahmen fest, wie unsere Spielplätze in den nächsten Jahren optimiert werden sollen. Es sollen unter anderem einzelne Highlight-Spielplätze realisiert werden und auch verschiedene Themen aufgegriffen werden. Die Parlamentarier haben einstimmig beschlossen, ein Carsharing-Angebot für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Damit soll ein zusätzliches Nahverkehrsangebot in der Gemeinde etabliert werden. Das Fahrzeug soll am Rathaus stationiert werden, um auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zur Verfügung gestellt zu werden. Die Abwicklung soll über einen externen Dienstleister erfolgen. Standen noch viele weitere Themen auf der Tagesordnung, die jetzt vom Gemeindevorstand und von den Mitarbeitern aus dem Rathaus bearbeitet werden können. Alle Informationen dazu findet ihr im Bürgerinformationssystem auf unserer Internetseite und in einem separaten Bericht. Am vergangenen Wochenende fand ein Obstbaumschnittkurs mit Mirko Franz statt. Neben einem theoretischen Teil im Tischtennisraum der Wetterauhalle fand auch ein praktischer Teil auf einer Streuobstwiese statt. Der Schnittkurs besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Samstagen und wird an diesem Wochenende fortgesetzt. Am letzten Wochenende hat der Melbacher Kinderchor ein Musical im DGH Melbach gezeigt. Mit ihrer Chorleiterin Carina Hofmann haben die Kinder über mehrere Monate hinweg zahlreiche Lieder dafür geübt. Die Kinder zeigten solo und gemeinsam ihr Können. Dank dem Einsatz vieler Eltern wurde ein tolles Bühnenbild gebaut. Die Kinder begeisterten die Zuschauer im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus und man darf auf eine Wiederholung in den nächsten Jahren hoffen. Der Seniorenclub Wölfersheim hatte vergangene Woche Weihnachtsfeier. Neben Essen und Getränken wartete ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Natürlich kam auch der Nikolaus und brachte Geschenke. Am Wochenende fand auch der Weihnachtsbasar in der Marktscheune statt. An den Ständen warteten wieder viele handwerklich hergestellte Produkte auf die Besucher, die man bei Glühwein und anderen Leckereien erkunden konnte. Wir hatten vergangene Woche schon über die neue Weihnachtsbeleuchtung berichtet. Auch am Rathaus wurde eine neue, energiesparende Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Auch in diesem Jahr findet wieder ein Christbaumsingen statt. Am 23. Dezember werden Stefan Bodem und Bettina Skotke an allen Weihnachtsbäumen in den Ortsteilen singen. Alle Uhrzeiten findet ihr im Gemeindespiegel. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut.